Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die zweite Runde im Masters Augusta National und wir gucken noch mal ganz kurz hier auf die Scorekarte und ihr seht es hier an der 2 haben wir tatsächlich einen Eagle geschafft und ich glaube damit habe ich sogar ein Quest erfüllt und ja, dann haben wir zumindest mal aufgepasst und nicht wieder die Doppelbogies kassiert, aber es waren wieder dieselben Fehler, einfach so ein bisschen die Annäherungen, die uns nicht geglückt sind und die Bälle sind uns einfach teilweise weggerollt von den Grüns. Es hat halt einfach einen Grund, warum Augusta wirklich so schwer zu spielen ist und warum alle so scharf sind auf das grüne Jacket. Okay, wir haben, also wir schauen noch ganz kurz natürlich aufs Leaderboard, denn da ist der Projected Cut mittlerweile bei Even und ja, natürlich mit plus 3 sind wir jetzt ein Stück weit weg und wir müssen jetzt angreifen, es hilft ja nichts. Wir müssen schauen, dass wir hier den Ball an den Stock bringen und die Birdies spielen. Es hilft nichts, wir müssen Gas geben. So, wir sind wieder mal am Anfang von Eamon Corner und warum er mir jetzt hier, ups, Augenblick, Drive. Nee, so, jetzt hier haben wir doch einen Driver. Und da müssen wir runter und es ist wie immer hier in den Hang rein, dann kriegt er nochmal einen Kick und dann rollt er hier hoffentlich schön runter hier den Berg. Wir werden hier den kleinen Draw spielen, der uns den Ball ein bisschen hier reinbringt. Okay, ich wünsche uns aus dieser Perspektive ein schönes Spiel und hoffentlich erfolgreiche Back 9. So, das sieht erstmal ganz gut aus. 294 Yards haben wir geschlagen und er rollt uns noch auf. Yards in der Summe. Let's go to Noda. Slightly more challenging to access the hole on the right side of this green from this part of the fairway. It does bring that bunker up the right into play. Ja, die Sache ist die, es geht bergab, das heißt eigentlich ein Eisen weniger. Wir könnten natürlich auch das 7er kürzer schlagen, aber ob das dann wirklich reicht. Das 8er ein bisschen länger, aber wir haben auch ein bisschen Gegenwind. Das 7er etwas kürzer und vielleicht etwas höher anspielen. Er muss ja auch zum Liegen kommen. Natürlich haben wir hier auf der rechten Seite mit dem Bunker die Gefahr, dass wir im Bunker landen. Aber das ist, wie gesagt, nicht ganz so dramatisch. Auch wenn unser Bunkerspiel nicht das Beste auch wieder nicht ist. Ja. Ein bisschen höher anspielen. Damit er vielleicht etwas schneller liegen bleibt. Ein kleines bisschen rechts. Er zieht nach rechts, er zieht nach rechts, aber ich glaube, es geht sich aus. Okay, gut. Er bleibt doch hoffentlich auf dem Plateau. Okay. Wäre natürlich auch... Oh, okay, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Pretty clear right to left break to it. Players gotta recognize the speed. This is one that guys leave short quite a bit. So, 4 Inches. Wir gehen auf 27 und natürlich, es breakt hier ziemlich. Es breakt hier ziemlich. Ja, es ist halt eben ohne diese Puttlinie. Man muss ja schon jetzt ein bisschen überlegen. Es geht den Berg, es geht berghoch. Eigentlich nicht so stark. Nicht, dass er uns dann wieder hinten rausläuft. Das Gefühl habe ich einfach nicht. So, okay. Ja, rollt sofort ab. Und jetzt rollt er hier wieder weg. Tough start to the backside, Frank. It doesn't bode well too. You start losing confidence with the putter early on. Linke Lochkante mit viel Gas. Ja, aber Pärchen werden uns nicht helfen.
Pärchen werden uns nicht helfen. We move along to hole number 11 here at Augusta National. Now at 520 yards, a par 4. This tee box shifted a bit to the left in 2022, which lengthened the hole a good 15 yards, so that now navigating a tee shot down the right side brings more risk into play. So, die Fahne steckt heute kurz vorne links. Das ist nicht schlecht. Dann kann man natürlich da vorne vors Grün den Ball reinspielen. Aber dazu müssten wir erstmal hinkommen. Und wir sehen es, der Wind spielt oder drückt ihn uns ein bisschen hier in den Hang, wenn wir ihn gerade schlagen können. Und dann wird er hier runterlaufen. Und dann ist es nicht so dramatisch, weil eben die Flagge, wie gesagt, vorne links steckt. Ja. Ruhig ein bisschen mehr. Ja, der müsste auf jeden Fall jetzt links reinspringen. Jo, das sollte... Ja, oh, passt auf jeden Fall von der Richtung. Ja, noch freut er sich. Now one of the tougher second shots in golf, the second. You're at 11. Auch hier ist natürlich wieder die Frage, wie wird er laufen, wenn er da unten aufkommt? Da ist eine kleine Kuhle. Da sieht man's, da ist da eine kleine Kuhle. 25 Feet bergab. Eisen 5 wird kaum bremsen. Aber vorhin hatten wir auch das Phänomen. Aber auch hier gilt, der müsste eigentlich dann gut hier reinrollen. Also einen Kick nach links kriegen und müsste eigentlich dann hier hochrollen. Ja, geht auch ein bisschen nach links. So, und jetzt springt er natürlich wieder nicht weit. Okay. Einen Pitch, 11, 7. Ja, das Grün macht nicht viel. Ja, es läuft halt nach rechts. Gut. But those are the shots that turn with you'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap-in is now going to be a grind. So, es geht ein bisschen bergab. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Er hat ein Break. Wenig Break. Okay, well done. It is a par here at 11. And he'll stay right where he is. So, wir sind in Amen Corner angelangt, in Amen Corner. Nowhere on this golf course are the colors more vibrant than right here. Hole number 12, so easy on the eyes. So much harder is figuring the mysterious winds. The answers lie somewhere near the top of those towering pines that kiss the Georgia sky. Augusta's beguiling beauty, Golden Bell. So, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir den anderen Schlag mit dem Eisen 8 gemacht haben. Jetzt ist wieder die Frage, wie hier der Wind ist, weil man sieht es ja, wie da oben die Linie zittert. Das ist ja das Besondere hier ein bisschen an der Spielbahn, dass hier der Wind ständig macht und tut. Auf der anderen Seite haben wir hier jetzt natürlich nicht viel Grün zum Anspielen. In beiden Fällen ist eigentlich der Bunker vorprogrammiert. Man müsste den eigentlich hier über die rechte Seite reinspielen und dann ziemlich drohen. Aber die Gefahr besteht halt, dass man dann hier in der False Front und dann ist er ab im Wasser. Okay. Ja. Eisen 8. Eisen 8. Mehr hier. Und ein bisschen höher. Ja, noch ein bisschen rüber. Und im Zweifel landet er halt im Bunker.
Oder wo landet der? Der landet auf dem Grün. Und wir haben die Chance auf okay, ein Birdie. So, wir gehen wieder mal über die berühmte Hogan's Bridge. This now for birdie at 12. And this putt might just try to get away to the right, but not much at all. Ja, das ist ganz, ganz wenig, was er nach rechts geht. Ganz, ganz wenig. Die linke Lochkante, ein bisschen mehr als linke Lochkante, da müsste er doch eigentlich Mitte Loch gehen. Und wenn man ihm dann, wie gesagt, das geht auch berghoch, ein bisschen was mitgeben, dann dürfte er doch kaum da rumbrechen. Ah! Das Birdie hätten wir so dringend gebraucht. So early on the backside, here at the 12th hole, missed opportunity. Ja, ein kleines bisschen wieder zurückgegangen. And this will be a 5-foot putt here. Ja, das sind halt die Chancen, die man nicht auslassen darf. So, es geht ein bisschen, nein, das ist eben. Bisschen. Ja, das waren die Chancen, die man nicht auslassen darf. And he'll remain right where he is. This 13th tee box, one of the favorite spots for all the golfers. It's a respite. It's very peaceful back there. Chance to gather your thoughts and then maybe gather some momentum, turn one over off the tee and then turn on the jets, maybe make eagle here. Jo. Ein Eagle wäre jetzt natürlich fantastisch. Wir schauen noch mal kurz aufs Leaderboard, wo denn jetzt der Cut ist. Wir haben leider keine Schläge aufgeholt und hatten eigentlich zwei Chancen. So, Projected Cut ist mittlerweile immer noch auf Even. Ja, und er rutscht natürlich nicht runter, weil wir müssen ja auf Even kommen. Es hilft ja nichts. Wir können nicht hoffen, dass der runterkommt auf plus 3. Das wird nicht passieren. Ja, plus 3. Wir haben bis jetzt eine gute Runde, gar keine Frage, mit plus 1 und dem Eagle. Aber wir haben nicht die Birdies gespielt, die wir brauchen. Okay, Freunde. Vielleicht können wir es hier spielen. Mit einem guten Schlag hier ins Fairway rein. Mit einem bisschen gedrawten Ball, dass er dann hier links runterläuft. This one starting up that left side. Wobei wir ja wissen, dass wir eigentlich mit dem zweiten hier kaum aufs Grün kommen. So, was sagt er? Er bietet uns natürlich wieder das Vorlegen an, so wie beim letzten Mal. Ja, Eisen 7 müsste eigentlich liegen bleiben. Deswegen spielen wir den lieber hierher. So, und der Wind trägt den ja auch ein bisschen rüber. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt wieder eine gute Annäherung spielen können. Das 60er. Das 60er mit dem macht er keinen Spin. Da müsste der ziemlich liegen bleiben. Kommt nicht zurück. Ja, komm. Oh, nee. Jetzt rollt er wieder hier runter und bleibt nicht oben auf dem Plateau liegen. Nee, das ist kein guter Schlag gewesen. Nein. Down to Iona. Well, they often say it's the toughest putt in golf. There's not a lot to it. I think you can take dead aim. Nein, wir hätten hier oben liegen müssen. Wir hätten hier oben liegen müssen, um die Chance zu haben. Aber wir werden nicht aufgeben. 34, wir müssen einen Fuß hoch. Deswegen gehe ich mal gleich hier wieder mal auf 50. So. Ja, okay, das Ganze geht ein bisschen nach rechts. Die Frage ist halt jetzt wieder, wie viel. Ja, ein kleines bisschen vielleicht doch kürzer.
Aber wir müssen ihm ja die Chance geben. Es hilft uns nicht. Es hilft ja nichts. Wir müssen ihm die Chance geben, dass er fallen kann. Ja, die Richtung ist nicht verkehrt. Never a doubt. That one was tracking the entire way. It is in for a spectacular birdie. And he's going to need a little bit more of that as he is still two shots outside the cut line on this Friday. This 14th hole at 440 yards is a good one. The real challenge here is the green. Two-time Masters champion Ben Crenshaw considered this to be one of the most difficult in golf. Ja, wir sehen es. Das ist jetzt wieder dieses Grün mit dem Mordsrücken im vorderen Teil des Grüns. Und wir haben es letztes Mal auch schon angesprochen, das Problem oder die Herausforderung ist, wir müssen hier auf der linken Seite landen, weil sonst haut uns der Ball nach rechts ab. Ist jetzt, weil die Fahne links steckt, nicht ganz so dramatisch, weil wir ja dann von hier im Prinzip die Fahne anspielen. Aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir auf der rechten Seite bleiben. So, jetzt gucken wir mal ein kleines bisschen mit dem Draw, aber auch nicht zu viel. Der Wind hilft uns ja auch noch ein bisschen. Ja, er kommt rein. This one turning left a bit off the tee. Ja, das ist gut, das passt. And that a good shot up the hill and into the fairway at 14. 161 Yards noch bis zur Fahne. Das wird ein Eisen 8 sein. Check in with Noda. Tough to get it close to this back left hole location with the uphill playing a factor. Ja, wir müssen auch hier wieder gucken, dass wir hier oben bleiben. Es ist halt, das sind alles immer so kleine Plateaus und man sieht, hier geht es schon wieder ein bisschen runter und man muss einfach auf der richtigen Seite landen und das ist die Kunst, das ist die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Es sind halt wirklich Punktlandungen. Eisen 8 müsste schnell zum Liegen kommen. Der Wind drückt den bisschen rüber. Wir haben etwas bergauf. Lieber etwas hier. Ah, das war wieder stark. Aber haben wir Glück, dass er nach rechts springt. Und hoffentlich liegen bleibt. Ja, schauen wir mal. Könnte die Möglichkeit zu einem Birdie sein? Ja, wir sehen es wieder. So, nochmal schauen. Nee, es geht ganz leicht bergab. Es geht ganz leicht bergab, aber es ist halt wieder dieses Break, was man wieder einschätzen muss. Und wie immer, wenn man zu viel gibt, dann haut einem der einfach ab. And 14, and that's going to put him within a stroke of the current cut line, so he's likely going to need at least one more of these if he wants to play the weekend. We come now to the instantly recognizable hole number 15. It's called Firethorn. Traditionally, it has been the second easiest hole on the course, behind only number 13. But it was lengthened in 2022 with an extra 20 yards added on, making that potential carry over the pond with a second shot that much tougher. Ja, das ist wieder das berühmte Par 5. Und wir sind uns natürlich da einig und soweit ist es auch klar, dass wir eigentlich nicht mit dem zweiten hier, weil da hinten links die Fahne, das ist natürlich, oje, oje, oje. Ne? Also, wir schauen mal ganz kurz aufs Leaderboard. Hat sich irgendwas verändert? Projected Cut ist immer noch auf E, das heißt, wir müssen immer noch kämpfen, kämpfen, kämpfen. Es hilft nüscht. Es hilft nüscht. Der Wind treibt den nach rechts. Wie gesagt, das ist im Prinzip egal, weil wir werden eben im zweiten vorliegen. Ja, jetzt nicht zu weit rechts. Ja, ja, das ist okay. Der geht nach links. Beautiful tempo to that swing and this is going to wind up squarely in the fairway.
Man spielt natürlich deutlich von oben runter. Das heißt, man kann ihn natürlich schon zum Liegen bringen. Aber dann muss man halt genau treffen. Und let's go to Noda. Nein, nicht mit dem Holz 3 ins Wasser. In golf, but don't let the beauty fool you. There is trouble everywhere. Ja, trouble is everywhere. So, wenn man von hier rüber spielt, hat man ein bisschen mehr. Wenn wir von hier rüber spielen... Ja, aber hier rollt er dann wieder ein bisschen runter. Eisen 6, Eisen 7 sollte reichen, dass er doch hoffentlich zum Liegen kommt. Ja, okay. Der Wind, der Wind, der Wind. Das himmlische Kind. So. Okay. Ein bisschen höher anspielen, damit er zum Liegen kommt. Yeah, this is gonna wind up being a good layup here at 15. So, was haben wir? 77 Yards zum. Das ist ein 60er. Looking for a good one. Ein 60er. Jetzt überlege ich gerade. Vorhin ist er ja ein bisschen gespinnt. Wenn wir ihn natürlich dahin spielen. Okay, es geht dann da runter. Naja, gut, clever wäre es natürlich, wenn man irgendwo hier zum Liegen bringen könnte. Dann kann man mit dem Bergab-Putt. Weil seitwärts tut sich wenig. Je weiter wir natürlich wieder hier liegen, desto mehr haben wir wieder Break. So, und der Wind wird in ein kleines bisschen... Ah ja, das ist interessant. Okay. Ja, ich... Das Schlimme ist, dass wenn wir natürlich wieder hier zu kurz sind, dann rollt er uns hier ins Wasser. Aber wir müssen angreifen, es hilft nichts. Wir brauchen noch ein Birdie. Und... So. Okay. 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 So, Nerven behalten. Great opportunity here for birdie. Nerven behalten. Ein bisschen Richtung linke Lochkante, denn wir haben einen Break. Oh, how about the run here? That a third consecutive birdie. And that might just wind up being the difference, as for the moment that's going to move him inside the cut line in his quest to play the weekend. Par 3 16th here at Augusta National, and so many of the most indelible moments in the history of the sport happen right here at this short par 3. So, wir haben es das letzte Mal schon thematisiert. Es ist natürlich eine ganz spannende Geschichte hier, dieses Par 3, weil wir hier diese Mordswelle hier drin haben. Wenn wir hier oben liegen bleiben, dann haben wir ein Problem mit dem Bergab-Putt. Wir müssen eigentlich irgendwo hier reinkommen. Aber es darf auch wieder nicht zu lang sein, weil sonst, ja. Ja, er müsste also ein bisschen in die Steilkurve rein. Der Wind hilft uns ein bisschen. Ja, die Frage ist, Eisen 7 hoch angespielt. Eisen 7 hoch angespielt. Ja, der Wind geht schon ganz schön. Ganz schön. So, und das Problem ist halt immer dasselbe. Wenn wir den nicht sauber treffen und er geht nach links, dann kann man nur hoffen, dass er lang ist links, damit er im Bunker noch gefangen wird. Okay. In der Hoffnung, dass er so liegen bleibt. Okay, er geht gleich nach rechts. Er geht gleich nach rechts, aber das ist jetzt nicht so schlecht. Okay, und jetzt müsste er wieder ein bisschen runterkommen. Komm, komm, komm. Naja, okay. Okay, that's gonna end up right in the middle of the green. 11 feet away. Hm. Ja, gut, so wild ist es nicht. Am Anfang geht er gleich runter. Aber man sieht es natürlich, dass es wieder seitwärts unheimlich geht. So, deswegen werden wir hier deutlich kürzer. So. Ja, das ist halt, ja. Wenn man weit oben rechts, dann rollt er zumindest nicht so weit übers Loch hinaus. Ah, das ist wieder furchtbar. Oh,
everything going right now. That a fourth consecutive birdie. And that could be an important one as he'll move a couple shots clear of the cut line. Ja, sieht man's. Jetzt sind wir gleich 20 geteilter 20. The Eisenhower tree, you may remember, was removed in 2014 after being damaged in an ice storm. But challenges remain, especially the green, which seems to slope off in just about every direction. Ja, der berühmte Eisenhower Tree. 2014 musste der entfernt werden. So, Ice Storm. Anscheinend doch kein Blitz, sondern Ice Storm, okay. So, wir schauen jetzt nochmal rein. Es ist schon spannend. Wir haben jetzt schon wieder das vierte Birdie und richtig aufgeholt. Wir sind, Projected Cutline ist jetzt mittlerweile wieder bei plus 1. Das heißt, wir sind jetzt zwei Schläge weg, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Wir müssen schauen, dass wir natürlich hier den Ball in diese enge Gasse gut reingespielt kriegen, damit wir hier letztendlich auch wirklich die Chance haben, auf die Fahne zu gehen. Es ist sowieso schon wieder schwer genug, weil die direkt hinter dem Bunker ist. Okay. Einen geraden Abschlag und den Rest lassen wir den Wind machen. Ja, und er geht leicht nach rechts. Aber das ist, glaube ich, okay. Das ist, glaube ich, okay. Aber die Länge 196 Yards noch. Das müsste Eisen 5 sein vielleicht. Was bietet er mir an? Eisen 5. Ja, okay. Eisen 6. Eisen 7 wird zu kurz sein. Aber ein Eisen 6 ist schon unheimlich. Ja, wir müssten den natürlich, ich sehe es wieder, das ist natürlich wieder die Kurve von rechts. Gut, ich meine, letztendlich ist es so, wenn er zu kurz ist. Ja, aber da sehen wir es auch wieder, da ist schon wieder hier diese False Front. Wenn er hier in den Hang rein, dann rennt er uns rechts rüber. Aus dem Bunker wäre es im Zweifel machbar, aber Eisen 6 ist wieder so ein Schlag. So, vielleicht ein bisschen länger und höher anspielen, dann kriegen wir den vielleicht doch hier zum Liegen. 12 Fuß geht es aber berghoch. 12 Fuß geht es eigentlich berghoch. Okay, wir werden den trotzdem etwas höher anspielen. Aber Eisen 6 ist halt schwer zum Liegen zu bringen. Ja, es sieht aber so aus, als kommen wir da zumindest mal aufs Grün. Und er bleibt auf dem Grün, sodass wir die Chance auf ein Pärchen auf jeden Fall haben. We welcome in Iona Steven. This es geht wieder berghoch. Yeah, and this is the sort of putt that he can have a good run at, ever so slightly up the hill with a hint of movement from left to right. Ja, wir gehen mal auf 31. Ja, es geht alles nach rechts. Wir müssen gucken, dass wir definitiv die Pärchen spielen, um den Cut zu halten. Zu sehr übers Loch will ich eigentlich auch nicht. Ja, okay, bleib liegen, bleib liegen. Ja, drei Fuß. Ein guter Meter, aber dass er dann doch ziemlich weit rüber gegangen ist, das war schon... So. Ja. Yeah, that's good putt. It is in for par here at 17. And he'll remain at one under par. So, noch sind wir 20. Well, the difficulty here at the finishing hole, this famous 465-yard par 4 18th, is that you are coming out of a narrow chute off the tee, and it is steeply up the hill. Good drive, though, puts you in position to maybe make a birdie. Die Fahne steckt, glaube ich, kurz. Ja. Da kann man dann hinter die Fahne spielen und dann rollt er eigentlich zur Fahne. Das ist eigentlich eine ganz gute Pin-Position für den heutigen Tag. Die Cut-Linie steht oben rechts immer noch bei plus 1. Wir könnten uns im Zweifel ein Bogey erlauben. Das wollen wir aber natürlich nicht spielen. Zumal wir auch nicht wissen, wie sich ja das Feld dann noch verhält. So, das letzte Mal ist er uns, glaube ich, links oben in den Bäumen hängen geblieben. So, ja.
Einfach ein vernünftiger gerader Schlag. Ja, das müsste doch passen, oder? So. Im Zweifel müssen wir mit dem Fade spielen. Kick here on this Friday to get set up for the weekend and that another good drive here. So now up Eisen 7. Second at 18. Eisen 7, aber es geht den Berg hoch. Kräftig den Berg hoch, also bleibt er uns eigentlich liegen. So, wir müssten eigentlich hier in den Hang. Das wäre gut, da würde er bremsen. So, wir schauen uns nochmal die Flugbahn an. Wir werden den richtig hoch anspielen. 43 Fuß, der muss eigentlich hier beim Stock runterkommen. Ja, komm, spring rein. Okay, und jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Sehr schön, genau so habe ich mir das gedacht. Sehr gut. Und jetzt sollten wir doch drei Putts haben, um den Cut zu schaffen. 9 feet remaining here for Birdie. So. Ja, Birdie. Wir müssen einfach schauen, dass wir sichere Paar spielen. Aber natürlich werden wir versuchen, einen Birdie zu spielen. Okay, wir sehen, dass es leicht bergab geht. Das heißt, wir werden hier ein bisschen dahin gehen. Also wir müssen einfach nur schauen, dass er uns nicht wieder abhaut. So, das sollte aber auch nicht passieren, wenn er... Aber wir sehen schon wieder, wie es hier doch ganz schön flott nach rechts geht. Und vorhin ist er uns dann doch ziemlich gleich nach rechts weg. Okay. Gut. Ja, bleib liegen. Schade. So, aber das Paar werden wir doch hoffentlich jetzt spielen. So a bit of a letdown here at 18, but it is a par. And this will be an improvement over round one. It is a second round score of 69. So for our featured golfer, Frank, it is on to the weekend. Who knows if we get out early on Saturday, try and post a number, see what happens. Exactly. There's such a fine line, Rich, between playing well and sort of not struggling, but just mediocre. Putt goes in here or there. That could easily change tomorrow. Make a couple of birdies early, pop a long one in, and all of a sudden you're off and running. So that'll do it for my partner here in the tower, Frank Nabilo. For Nota Begay, Iona Steven, and all our crew, Rich Lerner saying, we'll see you next time on EA Sports PGA Tour. Ja, und wir werden uns glücklicherweise am Wochenende sehen. So, jetzt haben wir doch mal richtigen kleinen Zwischenspurt reingelegt. Hier 13, 14, 15, 16 sind halt einfach, die zweiten 9 sind einfach unsere Bahnen. Wir haben hier wieder keinen anbrennen lassen, kein Bogey gespielt. Auf den zweiten 9 haben wir es dann doch noch gerissen. Und wenn ich richtig gesehen habe, ist auch der Cut mittlerweile auf plus 2 gegangen. Und wir schauen jetzt nochmal hier aufs Leaderboard. Und wir sind geteilter 23. Und da können wir wirklich sehr zufrieden sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt diese AI-Einstellungen... Sorry, ich habe jetzt leider zu weit rechts geguckt. Today minus 5 King Bradley. Natürlich total minus 8. Und wir haben natürlich heute minus 3 gespielt und sind jetzt 1, minus 1. Also wir sind natürlich noch ein gutes Stück weit weg. Aber wir haben eine 69 gespielt und das ist herzallerliebst. Wir haben also eine Unterpaarrunde gespielt, nachdem ja doch der erste Tag ja sehr durchwachsen war, aber wir doch langsam uns, glaube ich, steigern. Aber wir sehen es ganz, ganz klar, die ersten 9, damit haben wir einfach unsere Probleme. Die zweiten 9, da kommen wir ein bisschen besser mit zurecht. So, Jordan Spieth ist direkt hinter uns, Kevin Streelman ist bei uns. Wir bilden hier so ein kleines Tyrrell Hatton, Matsuyama, ein kleines, nette Gruppe hier mit geteilter 23. Scottie Scheffler haben wir tatsächlich noch hinter uns gelassen, geteilter 29. Und dann schauen wir mal, wen es alles erwischt hat. Da haben wir noch Stefan Jäger. Genau, auch er hat den Cut geschafft. Jason Day hat es nicht geschafft ins Wochenende. Matt Fitzpatrick ebenfalls nicht.
So, der Dylan Fratelli aus Südafrika. Wen haben wir noch? Irgendeinen Major? Matt Wallace? Ja. Nee, Danny Willett wäre es, nicht Matt Wallace. Danny Willett. Gut, dann schauen wir mal, wo ist eigentlich Danny? Tony Fino hat es nicht geschafft. Okay. Danny Willett, ehemaliger Major Champion, hat es nicht geschafft ins Wochenende. Okay, nochmal ganz kurz schauen. Zack. 47, 52, also 51 haben es wohl ins Wochenende geschafft. Und wir sollten natürlich schauen, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen vorarbeiten können unter die Top 20, Top 15. Aber zumindest sollten wir versuchen, nicht noch viel zu verlieren. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Scorekarte. Ja, da war natürlich das Eagle Under 2. Das war hervorragend. Und ich glaube, da haben wir damit auch einen Quest erfüllt. Wir haben auf jeden Fall, ja, da sind wir jetzt schon am zweiten Tag, da sind die Quests 51 Greens in Regulation, 46 Fairways in Regulation und 22 Birdies. Das wird heftig, aber dafür gibt es auch ein paar Reward Points. Okay, wunderbar. Wir schauen mal, was uns das Ganze jetzt gebracht hat an Punkten. Aber ich freue mich sehr, dass wir es also geschafft haben ins Wochenende. Und das war ja auch ein Quest, dass wir den Cut hier schaffen. Aber ich denke, wir haben jetzt so ein Leader, beziehungsweise wir haben jetzt hier so ein Feld, was sehr ausgeglichen ist. Wir können da ein bisschen mithalten, haben gut gekämpft hier in das Wochenende hinein, haben auf den ersten 9 doch einigermaßen gut den Score zusammengehalten und dann auf den zweiten angegriffen. Das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert und die Taktik werden wir beibehalten, dass wir einfach schauen, die ersten 9 möglichst wenig Fehler zu machen und dort viel Schläge zu verlieren, um dann auf den zweiten 9 Gas zu geben. Freut mich eigentlich wirklich, dass wir hier 13, 14, 15, 16 schon wieder gepunktet haben. Wir schauen jetzt mal, was das Ganze uns bringt. So, da sind nochmal 19.395 Punkte und mal schauen, ob es eigentlich schon Rewards gibt, die wir aufmachen können. So. Ja, Fairway in Regulation 89,06%. Einen haben wir ja wirklich hinter den Baum gelegt. Das war dann schon ein bisschen übel, aber gut schön flach rausgeschlagen. Das war, glaube ich, gar kein mal so schlechter Schlag. Okay, wir gucken mal. Quests? Nein, Rewards sind noch keine da. Können wir noch keine aufmachen. Dann, Freunde, wir haben es geschafft ins Masters, in die dritte Runde, kommen somit ins Geld und da würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich dann wieder dabei seid in den nächsten Videos, wenn wir hier weiterspielen als Amateur in unserer Amateurkarriere. Immer nicht vergessen, noch sind wir Amateur, eigentlich verdienen wir noch kein Geld. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es war hoffentlich diesmal spannend genug, weil ja einige ja doch in die Kommentare geschrieben haben, ja, es fehlt ein bisschen die Spannung, aber ich denke, diesmal war die Spannung doch da, dass wir es noch geschafft haben. Ich freue mich sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.